Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, unser Werwolf im Schafspelz ist fertig. Wir haben uns entschieden, was die Felgen angeht. Für mich, ich habe mich entschieden. Vielen Dank, ich glaube Marco Hinz, du hast mir auch geschrieben, dir gefallen die Felgen hiermit am besten. Und ja, ich denke mal, so Gangster auf Gangster-Style kann man den Wagen so lassen, ne? Oder? Ich denke. Ah, oh, was denn? Die Kiste. Los Kistos. Ja, auf dem Nummernschild, ne, steht auch Werwolf. Muss. Ja, so kann man es lassen, würde ich sagen. Ein Traum. Was kein Traum ist bei dem Auto, definitiv ist, der lässt sich nicht fahren. Ich habe jetzt schon mal über die Teststrecke geballert. Und ja, selbst wenn er vom vierten in fünften schaltet, geht dem Hin der Hintern weg. Weil der einfach zu viel Dampf hat. Aber gut. Ne? Ihr werdet sehen. Jetzt ist nur die Frage, fahren wir den jetzt erstmal so. Ne, wir packen den jetzt erstmal auf den Bremsenprüfstand, würde ich sagen. Nicht Bremsenprüfstand, Motorprüfstand. Schauen wir mal, was wir da jetzt an Leistung rausgekriegt haben. Es würde mich ja mal interessieren, ne? Weil von Serie hat das Ding 762 PS bei 939, nee, 938 Newtonmetern. Ja, ne? Schauen wir mal, würde ich sagen, was aus diesem Werwolf im Schafspelz geworden ist. Ich würde sagen, ja, gib ihm. Zeig mal, was du kannst. Schlägt sich jetzt schon um Motorprüfung. 1498 PS bei 1832 Newtonmetern. Autsch. Autsch. 1500 PS im COLX 550 SC. Fast 100% Leistungssteigerung. Ja moin, alter Schwede. WTF. Au. Au, das tut ja richtig weh, ey. Wie ihr sehen könnt, da stehen aber schon andere Autos. Dazu erzähle ich gleich noch was. Au, Alter, ey, ist das ein Monster? Stell mal einen Moment. Nein. Uha, ist das ein Monster, ey. Also ich glaube, so viel Leistung hat man noch in keinem Auto, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Puh, das ist wirklich, also, wow. Okay. Ja, würde ich sagen, komm, direkt mal hier auf Teststrecke. Ich habe schon einen sechsten Gang hinzugefügt. Ich habe auch versucht, ein wenig das Getriebe anzupassen. Ohne Erfolg. Die Kiste hier kommt direkt aus der Hölle. Dicken Töpfe hinten drauf. Ey, yo. Ah, ich feier das Gangsters liebstes Auto. Brutal, das Teil. Ich muss voll vorsichtig hier anfahren, das geht sonst gar nicht. Weil wenn ich hier aufs Gras latsche, dann dreht er durch. Jetzt kann ich aufs Gas latschen. km/h. Alter Schwede, da vorne ist das Ende der Strecke. Okay. Ja, ne? 372 km/h ist schon eine Ansage. Ich würde sagen, da geht noch mehr. Aber um dann noch mehr Geschwindigkeit rauszubekommen, muss ich eine Gottheit in Getriebeeinstellung finden, weil, ja, wie gesagt, selbst wenn er in den fünften schaltet, drehen die Räder noch durch. Aber es ist schon kein Werwolf mehr, das ist eher das Monster aus der Hölle. Auf jeden Fall.
Boah, ey, das ist richtig brutal geworden, ne? Das war dieses komplett andere brutal geworden, ey. Wow. Jo, nice. Doch, gefällt mir. Soweit auf jeden Fall erstmal. Ich hoffe, euch auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. 1500 PS kann man mal machen. So, da würde ich sagen, gehen wir mal zu diesen beiden Schmuckstücken hier über. Ihr seht, ich habe hier zwei Ford GT40 stehen. Ich hatte euch ja vor ein paar Folgen mal erzählt, dass ich einen in der Scheune gefunden hatte und den direkt mitgenommen habe. Das ist dieser hier. Tada. Und dann habe ich, wenn ihr auch sehen könnt, ich habe 905.000 Dollar am Start, noch ein paar Autos gemacht. Und da habe ich in der Scheune halt noch einen zweiten gefunden. Habe ich schon gedacht, hey, nimm den doch mal mit. Wer weiß, was der kann. Wer weiß, wie viel der wert ist. Und ja, ich habe den hier schon komplett aufgebaut. Ich habe hier alles soweit fertig gemacht. Das Ding ist nur, Restaurierungsprämie kriege ich keine volle, weil ich hier Windschutzscheibe und so, also da habe ich keine neuen Teile für gekauft. Ich habe einfach aus beiden Fahrzeugen die Teile genommen und habe dann alles, was noch grün war, in den hier reingepackt. Weil ich mir gedacht habe, hey, Karosserieteile können wir reparieren, Scheiben und so. Ey, mein Gott, warum neu kaufen? So viel finanzieller Unterschied macht das, glaube ich, sowieso nicht. Deswegen habe ich das bei den letzten Autos, die ich aus den Scheunen gesammelt habe, habe ich das immer so gemacht, habe alles Mögliche an Teilen, die ich noch da habe, die noch so echt noch gut waren, habe ich alles verbastelt. Alles. So richtig geil, richtig auf, ja, yeah, gib ihm, ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, ja, ne? Wir haben jetzt noch einen zweiten. Den will ich voll auftunen. Also ich war jetzt, bin jetzt hingegangen, habe, während ich den Motor hier aufgebaut habe und alles, habe ich die Teile immer doppelt gekauft. Aber immer einmal so als Tuning-Version für den hier direkt. Also das könnt ihr auch hier in meinem Inventar sehen. Alles hier, Stoßdämpfer sind schon fertig. Hier, Tuning-Endschalldämpfer, den hatte ich noch da. Bremsen sind da. Oh, Reifen muss ich noch aufziehen, sehe ich gerade. Radlager. Also ich habe die Teile alle soweit schon am Start. Alles in der Tasche. Bis auf die Teile, die repariert werden konnten, können. Können Motorhaube und so weiter. Würde ich sagen, nehmen wir den hier mal auseinander, weil, ne, der Rost muss ja noch weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Da müssen wir ran. So, ne, und dann klatschen wir das hier mal raus. Lüfterzage. Okay, liegt bei 15%. Ja, sollte die krachen gehen, die habe ich aus Versehen doppelt gekauft. Ja, Karosserieteile an sich sind hier schon soweit alles bei 100%. Das habe ich alles schon gemacht. Da habe ich mir gedacht, ja komm, ne, können wir direkt schon durchziehen. Und der Wagen, also ich weiß nicht, das Babyblau gefällt mir bei diesem Auto überhaupt nicht. Ne? Und ich habe mich dazu entschieden, dieses Grün hier zu nehmen. Da wollte ich noch gucken, was das für ein Farbcode ist, damit ich das weiß. Einzelnes Teil. Wo ist die Tür? Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür. So, und dann muss ich mir mal eben schnell. Jetzt müsste man einen Kugelschreiber oder sowas finden. Das soll Vorteile haben, wenn man so Kugelschreiber und sowas irgendwie im Besitz hat. Munkelt man. Ah, hier. Zack, siehst du, klatscht. 89, 54, Moment. 89, 54, 21 ist der Farbcode für den Grün. Fände ich gut. Nehmen wir. Also das Grün soll es werden am Ende mit gelben Streifen drauf, finde ich. Also ich glaube, das passt gut zu dem Wagen. Und ja, schauen wir einfach mal. Ne? Also so lange sollte die Geschichte jetzt hier nicht dauern. Was wir hier schon einbauen können, habe ich nämlich auch schon besorgt, sind die Sitze. Das habe ich mir schon gegönnt. Dann ist die Frage, habe ich den schon geschweißt? Nee, sieht nicht so aus. Das müssen wir auch noch machen. Die dicken Walzen hier, die bleiben als Originalreifen drauf. Das Ding ist einfach nur, wenn das Gefährt aus der Hölle da schon nicht fahrbar ist, ne? Wie wird denn das hier mit? Da bin ich immer, obwohl, ne, der hat weit weniger PS hier. Das Gefährt aus der Hölle hat ja schon, keine Ahnung, 700 PS Serie oder so.
Das ist ja auch schon mal wieder dieses ganz andere Traurige. So, hier Tür können wir drin lassen, würde ich behaupten. Warum ist hier kein Spiegel? Achso, der Spiegel ist hier vorne drauf, alles klar. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Spiegel? Hier fehlt ein Reifen. So, und so sieht das Ganze schon aus, als wäre mein Motorsportbereich. Das gefällt mir auch, ne? Das sieht auch richtig nice aus. Yeah. Yeah. Düm, düm, düm. Ne? So ungefähr. Machen wir mal ein schnelles Foto von. Ziehen wir das Ding mal hoch und ziehen wir mal die Reifen eben ab. Können auch direkt die neuen draufschmeißen eigentlich. Gar kein Problem für uns. Wobei die jetzt direkt draufschmeißen, das dauert wieder viel zu lang. Gucken wir mal, schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Irgendwas werde ich mir jetzt hier einfallen lassen müssen. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall hatte ich den zweiten dann auch da und da habe ich mir gedacht, ey, nehmen wir mal mit, bauen wir mal auf, gucken wir mal, was wir für den Wagen kriegen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir kriegen für die Kiste eigentlich, also so gesehen, knappe 100.000 und damit würde ich nach jetzigem Stand die 1 Million knacken. Es dürfte doch eigentlich dann die Trophäe sein, die mir dann noch fehlt. Irgendwie, keine Ahnung, wie lautet die, verdiene 1 Million Dollar oder irgendwie sowas. Die könnte es damit sein. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, ich weiß nicht. Ich weiß leider nicht, was ich hier noch an Teilen brauche. Also die ganzen Verschleißteile, wie Bremse und der ganzen Mist, das habe ich alles gekauft. Das habe ich alles schon doppelt geholt, beziehungsweise die Teile, die möglich sind zu reparieren, die habe ich natürlich noch nicht gekauft. Weil ich ja nicht wieder zigtausend Teile kaufen wollte. Deswegen müssen wir hier erstmal die ganze Geschichte noch schnell auseinanderroppen und wieder neu einbauen. Beziehungsweise erstmal gucken, ob wir es repariert kriegen. Wie Querlenker hier zum Beispiel habe ich noch nicht geholt. Ja, was noch? Keine Ahnung, sind auf jeden Fall einiges und Sachen noch, die ich noch nicht gekauft habe. Der Tank ist auch nice. An zwei Seiten. Kann auch was. So, anders war schon mal raus. Dann haben wir den auch weg. Den Endschalter, Entschuldigung. So, dann hier rüber. Na. Weil, ne? Also da wusste ich halt nicht, kriegen wir die Teile jetzt noch alle repariert oder nicht. Da müssen wir dann jetzt ein bisschen so Stück für Stück gucken. Aber gut, sollte nicht das Riesending sein. Sollte dann auch relativ zügig gehen, denke ich mal. Motortauschoption haben wir sowieso keine hier. Also von daher egal. War jetzt hier keine Dingens drauf. Also, ne, schon gut. Alles gut, hier ist ja eine Antriebswelle drin, das passt ja auch so. So, Getriebe schon mal raus. Habe ich auch noch ein Tuning-Getriebe im Auflager liegen gehabt. Ja, die Kupplung dann natürlich auch in Tuning, ne? So. Ach ja, hier ist noch die Kraftstoffpumpe drin. Die muss natürlich auch noch raus. So. Dann machen wir hier den ganzen Kram noch raus. Und dann müssen wir erstmal gucken, was für Teile da jetzt reparabel sind. Ich hoffe, alle. Besser wäre das. Weil dazu muss ich auch sagen, es wird langsam unübersichtlich, was mein Inventar angeht. Ach ja, wir hatten ja noch den Porsche hier stehen. Den habe ich dann auch fertig gemacht. War ja nicht viel. Wobei, was heißt, war nicht viel? Doch, das war eigentlich noch. Ja, es war nicht viel zu machen, aber ich habe 30.000 für den Wagen gekriegt. Also das hat sich auch mal richtig gelohnt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Den habe ich dann auch fertig gemacht. Weil ich den Platz hier halt brauchte auch. Das hier, also drüben ist noch nicht. So. Komme ich denn hier rüber? Ne. Ich hangel mich hier rüber. So, zack. Raus damit. Ja, ich sage, also
Teile habe ich dann immer direkt doppelt gekauft. Dann immer geguckt, wie viel brauche ich. Ja gut, okay. Direkt zweifach. Beziehungsweise bei manchen Teilen halt einmal in Normalausführung, einmal in der Tuning-Ausführung, sofern ich hatte. Oder sofern es das gab. Da, ne? Kommt die nächste Höllenmaschine, denke ich mal, zum Vorschein. Außer diese Trötthähnchen, diese Abgas. Nehmen was das Ansaugtrichter oder wie nennen die sich diese kleinen Hörnchen? Die konnte ich glücklicherweise noch hier zwar basteln in dem Auto, in den Autos. Die hatte ich ja auch noch auf Lager liegen. Also ich bin einiges an Teilen aus dem Lager wieder losgeworden. Das ist gut. Weil, ja, ich habe einfach zu viel. Ich bin an die 600er Grenze auch bei den normalen Teilen gekommen. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh ja, Mann. Direkt das erste Teil kaputt. So gefällt mir das nicht. Aber gut. Was willst du machen? Jawohl. Direkt das nächste Teil kaputt. Oh, ja, war ja klar, dass das Lenkgetriebe auch krachen wird. Ne? Das war so logisch. Warum sollte es auch anders sein? Jawohl. Aber obwohl bei ja, Lüfter ist egal. Lüfter habe ich aus Versehen doppelt gekauft. Das passt. Das ist noch okay. Außer die Felgen muss ich nicht neu kaufen. So. Den letzten Teilchen hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Sehr schön. Haben wir das auch? Nice. Ey. Ah. Können wir hier direkt schon mal wieder anfangen, die Reifen drauf zu ziehen. Und hier würde ich anfangen, die Teile wieder einzubauen, die wir schon mal wieder verbauen können. Die jetzt schon mal wieder nice sind. Oh, ich habe keine Gummilager mehr, sehe ich gerade. Das ist weniger gut. Bis voll schlecht. Gummilager da. Das Objekt der Begierde. Halt! Das sind die falschen. Die hätte ich gerne drin. Besser ist das. Und dann können wir die nachher dann nämlich direkt komplett verschrotten. Die brauchen wir dann nicht wieder auseinandernehmen. Braucht kein Mensch mehr. Kannst du eh nicht mehr von reparieren. Aber ich habe noch so viele Teile auf Lager liegen, ne? Auch. Ja, ich habe ja wieder angefangen gehabt, da Teile zu sammeln, die halt, ne, noch grün waren, aber nicht mehr kaputt. Aber die konnte ich echt richtig gut in den Scheunenautos verbasteln. Das hat mir echt gefallen. Das hat A, eine Menge Geld gespart. Und ich habe da echt cool. Gut Kohle mitgemacht. Also wir waren ja bei knappen, ich glaube 700.000 oder was hatten wir da? Und da habe ich jetzt nochmal ganz gute 200.000 mitgemacht. Es war schon nice, ne? Es geht schon auch richtig gut ab wieder. Aber ich möchte auch gerne so trophäenmäßig irgendwann mal die 100% erreichen, wobei 1000 Autos verkaufen. Da bin ich auch weit von entfernt. Oh, hier ist ein Hitzeschutz gleich kaputt gegangen. Das ist natürlich weniger gut, das muss ich dann neu kaufen. Aber die Achse, die machen wir jetzt hier noch fertig. So. Ein neues Hitzeschutzblech muss her. So. Was sind das für eins? Drei Loch Scheibenbremse Hinterachse. Da wollen wir das doch mal schnell besorgen. Hitzeschutz. Drei Loch Scheibenbremse Hinterachse da. Zack. Und rein damit. Ja, zwei, drei Teile waren ja jetzt doch dann doch wieder kaputt gegangen. Aber das sind halt die Teile, die ich nicht kaufen wollte. Ne? Also dann habe ich die nachher doppelt und dreifach im Inventar oder nachher wieder auf Lager liegen. Weil wie gesagt, auf Lager ist. Nee. Ich musste jetzt schon die Motoren und die Getriebe da rausnehmen, weil ich keinen Platz mehr hatte.
Und das ist einfach eindeutig zu viel. Das Ding ist aber auch, ich bin mal hingegangen, ich habe zwischendurch, habe ich mal so ein paar Teile, wo ich echt 5, 6 Stück von hatte, habe ich die verkauft. So, dann habe ich 2, 3 Autos gemacht, boom, habe ich die Teile wieder gebraucht, wo ich mir gedacht habe, ja, moin, leck mich doch. Fand ich dann auch wieder geil, so weißt du. Gerade verkauft so, nächstes Auto, zack, brauchst du sie natürlich, ne? Das ist immer so dieses Typische. Aber ansonsten, wenn du hier den ganzen Tag Autos am Verbasteln bist oder so, weißt du, wenn du hier irgendeine Folge machst oder was weiß ich, dann, nö, dann brauchst du die Teile nicht, ne? Du sammelst immer mehr Teile auf Lager an. Lagerplatz aus allen Nähten. Krieg voll den Riss. Ist voll unproduktiv, die Geschichte. So stelle ich mir das aber nicht vor. Ach ja, da war ja was. Stimmt ja, das Lenkgetriebe ist ja kaputt gegangen. Nein! Warum Lenkgetriebe? Habe ich schon Lenkgetriebe da? Ich weiß es nicht. Gut, schon ganz schnell. Die Achse machen wir jetzt noch eben schnell fertig, würde ich sagen. Na komm. Lenkge. Ah ja, moin. Haben wir keins mehr da? Hatten wir nicht noch ein Lenkgetriebe? Man weiß es nicht. Aber egal. Müssen wir ein neues kaufen für 680 Tacken. Wir haben es doch. Wir sind doch Krösus. Oh, fast 1 Million am Start. So. Rein damit. Dann hier den Mist noch. Scheiße, ich war auf der anderen Seite noch gar nicht fertig, ne? Na, ist egal. Und auch hier gehen mir die Gummilager aus, wie ich feststellen muss. Ganz schlechte Idee. Ich habe doch gerade 10 Gummilager gekauft. Wo sind die denn jetzt schon wieder alle hin? Was ist denn da los? Und einen Querlenker brauchen wir auch noch. Der ist auch krachen gegangen. Okay, aber das sind halt so vereinzelte Teile. Das geht ja. Das kann man ja mal eben machen, so, ne? Nehmen wir schnell die Gummilager mit, dann haben wir die auch am Start. So, zack, fertig, danke. Das sind ja echt so vereinzelte Teile, die kann man ja mal eben schnell kaufen. Auf jeden Fall besser, als wenn ich hier eine ewig lange Liste und dann erstmal wieder einkaufen gehe, wieder einen Schnitt setze. So gefällt mir das ganz gut. Ich meine, das andere geht auch, ne? Was willst du machen, ne? Das ist halt so. Aber, ne? So ist der Wagen schon mal vorbereitet. Wir brauchten ihn jetzt hier nicht großartig erst noch zu gucken, welche Teile brauchen wir und und. Das war schon ganz nice, dass ich den zweiten GT40 gefunden habe. Der hat auch, was habe ich für den bezahlt? 46, glaube ich. Also die GT40 kosten in der Scheune dann doch einiges an Geld, muss ich sagen. Die hauen da richtig rein, aber gut, okay, ne? Dafür kriegst du aber auch, ich meine, ja, jetzt haben wir hier in den für das Tuning da mal echt ordentlich ein bisschen Geld reingesteckt. Für den anderen, das ja, zieht sich in Grenzen halt, ne? Standardmäßig, würde ich sagen. Aber dafür kriegst du auch 100.000, also von daher lohnt tut sich das alle Male wieder, ne? Den anderen, den würde ich auch gerne verkaufen. Ich würde die nur gerne noch mal gegentesten. Also beide mal über die Rennstrecke später fahren, wenn ich den hier jetzt zusammengebastelt habe. Was jetzt eigentlich nächste Folge passieren sollte. Bremssattel ist auch krachen gegangen, okay. Oder beziehungsweise ja, entweder krachen gegangen oder halt nicht mehr verwendbar. So, random. Ah, na toll, Bremskolben natürlich auch, warum auch nicht? So. Rein damit. Und Rheinmetall. So, und damit haben wir auch hier die Seite fertig. Ja, da würde ich sagen, beenden wir jetzt hiermit erstmal die Folge. Wir haben schon mal das Fahrwerk ausgetauscht, was ich ja begrüße. Hallo. Und nächste Folge würde ich sagen, nehmen wir den Motor schnell auseinander, beziehungsweise mal gucken, vielleicht nehme ich ihn sogar schon auseinander, weiß ich aber noch nicht. Da lasse ich mich überraschen. Oder ihr euch. Mal gucken. Wir wissen es nicht. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Die Hölle hier haben wir auch schon getestet.
Schreibt es mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Passt das nicht? Würde mich freuen, von euch zu lesen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.